Wir haben hier zwei Produkte in einem Film, und zwar einfach aus dem Grund, da diese beiden Produkte eigentlich gleich sind. Sie unterscheiden sich halt eben nur in der Größe, wie man auch hier ganz gut sehen kann. Da haben wir also einmal hier einen Gelenkarm, der etwas kürzer ist, und einen etwas längeren Gelenkarm. Und was man damit alles so anstellen kann, das zeige ich Ihnen gleich. Vorab, wie gesagt, nur der Hinweis, dass dieser Film halt eben für diese beiden Produkte gilt, weil die halt eben, ja, wie gesagt, gleich sind. Als erstes schauen wir uns jetzt mal die Grundfunktionen an von diesen beiden Gelenkarmen. Und zwar ist das nämlich einmal in der Hauptsache hier oben das Endstück, wo dann also die Kamera oder halt eben der Videomonitor oder die LED-Leuchte draufkommt. Die wird hier oben einfach dann auf diesem Teller befestigt. Da haben wir so eine Viertel-Zoll-Schraube oben drauf. Die kommt dann in das entsprechende Gewinde, wird dann einfach festgedreht. Der Unterboden ist natürlich gummiert, einmal wegen der guten Haftung und zum Zweiten natürlich auch, damit an dem Gehäuse des zu befestigenden Gerätes da keine Kratzer rankommen. Dann haben wir hier, das ist das Hauptelement, also einmal hier so eine große Drehschraube. Die ist dafür verantwortlich, dass also der Gelenkkopf im Prinzip dann an Steifigkeit gewinnt. Bedeutet, wenn ich hier diese Schraube losdrehe, dann kann ich also hier diesen Gelenkkopf in allen Varianten, also alles das, was hier oben halt eben drehbar ist, kann ich halt eben drehen und einstellen. Und dann in dem Augenblick, wenn ich jetzt hier diese Schraube wieder festdrehe, dann tut sich hier nichts. Also einmal hier oben, wo jetzt zum Beispiel halt eben ja die Kamera drauf wäre oder halt eben eine LED-Leuchte. Kamera natürlich was Kleines, Sie sehen ja auch vom Teller her, ne? Das ist halt eben jetzt nicht für die riesengroßen Mittelformatkameras gedacht. Und wie auch hier unten halt eben an dem Stück, was man halt eben auch zum Beispiel jetzt oben auf dem Blitzschuh der Kamera drauf machen würde. Das wird also alles hier fixiert, wie auch das Mittelgelenk selber. Das ist dieses hier, indem ich halt eben diese Schraube hier einfach festmache. Das klingt jetzt erstmal furchtbar kompliziert, aber in der Regel ist es ja so, dass man also diesen Gelenkarm einfach einmal oben an der Kamera befestigt hat, dann ist er ja schon mal richtig fest. Dann kommt hier oben halt eben dann die Videoleuchte drauf und dann fange ich ja im Prinzip erst an, in dem Augenblick, wo ich hier diese Schraube löse, die ich ja auch nicht ganz lösen muss. Dann habe ich auch noch ein bisschen Widerstand, wie man hört. Das ist auch hier mit so kleinen Rastpunkten versehen. Ich mache es immer ein bisschen weiter auf und dann gehe ich zum Beispiel hin und stelle halt eben jetzt erstmal so die Richtung ein. Bei einer LED-Leuchte zum Beispiel würde ich dann sagen, so, das soll ein bisschen nach vorne geneigt sein und dann vielleicht noch irgendwie so ein Stück nach oben. Und wie Sie gesehen, also durch diese Rastfunktion, was Sie auch gerade gehört haben, kann das natürlich jetzt nicht einfach wieder nach vorne flitschen. Also ich muss es hier nicht alles so mit zwei Händen festhalten und dann noch in der dritten Hand die Schraube festmachen. Nein, das ist halt eben auch dann dadurch gesichert, dass wir hier oben diese Rastpunkte haben. Dann habe ich die Position gefunden, die ich brauche, dann drehe ich die Schraube fest und das war es dann auch. Viel Gerede, wenig Theorie, das ist ja immer blöd. Deswegen habe ich das Ganze jetzt mal hier auf einer Kamera befestigt, damit Sie auch so ein bisschen so sich ein Bild machen können, wie das Ganze dann so in der Praxis aussieht. Dafür habe ich jetzt den kleinen Gelenkarm wieder genommen. Das geht natürlich auch mit dem großen, damit Sie auch mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen für das Größenverhältnis. Sie sehen also, hier ist nach oben hin wesentlich mehr Luft. Hier kann man auch wesentlich mehr halt eben mit Abstand zur Kamera dann halt eben auch Sachen anbringen. Die Befestigung erfolgt hier auf dem Blitzschuh. Das wird dann mit Rennwirtschrauben, wie Sie es auch von Blitzgeräten kennen, einfach dann festgedreht. Die ganze Konstruktion ist fest, also ist natürlich jetzt nicht statisch fest, darf sie auch nicht sein, würde ja kaputt gehen. Sie sehen also auch, wenn man dagegen kommt, das wackelt natürlich auch ein bisschen, aber Sie wollen ja auch halt eben dann entweder Fotos machen oder halt eben, wenn Sie filmen, ja nicht unbedingt hier, ne, diesen Shake-Hands-Ding machen da irgendwie. Das bringt dann alles auch nichts. Da ist natürlich immer etwas Spiel drin. Wie gesagt, das ist ganz normal, das ist Physik. Ansonsten würde es ja halt eben auch kaputt gehen. Ich sage das nur vorab, weil es gibt halt eben einige Leute, die gehen dann davon aus, das muss also ganz starr, fest und steif sein. Das ist hier also nicht der Fall. Das würde auch gar nicht gehen. Je nachdem, was hier oben für ein Gewicht drauf ist, ist natürlich auch eine enorme Belastung dann auch für den Blitzschuh. Und dann ist das Ding kaputt und dann haben Sie den Salat. Muss ja alles nicht sein. Also, das wie gesagt so eine Variante, die man halt eben machen kann. Wenn ich jetzt irgendetwas verstellen möchte, dann halte ich das Ganze einfach fest, drehe die Schraube dann hier etwas los und sage zum Beispiel, ich möchte jetzt ganz gern irgendwie hier die LED-Leuchte noch so ein bisschen mehr nach vorne haben. Ist alles kein Problem. LED-Leuchte, Videoleuchte natürlich. Nee, doch LED-Leuchte. Mein Gott, ja, wir haben hier 31 Grad, also es ist im Studio auch nicht wesentlich viel kälter. Verzeihung. So, das ist also wie gesagt dann der kleine Gelenkarm, den Sie hier einsetzen können. Das Ganze können Sie natürlich halt eben auch dann an anderen Kameras, Sie können es natürlich auch halt eben irgendwie auf einem großen Camcorder befestigen. Da sind also der Freiheit keine Grenzen gesetzt und das große Gegenstück dazu ist halt eben dann der größere Gelenkarm. Ich halte ihn trotzdem nochmal dagegen, damit Sie sehen, in welchem Größenverhältnis wir uns hier so bewegen. Und dieser Produktfilm ist also für diese beiden Gelenkarme. Und die habe ich halt zusammengefasst, weil sie halt eben ja von der Mechanik und von der Funktion halt eben gleich sind. Und ja, die kriegen sie jetzt bei uns im Shop und ich kriege jetzt erstmal eine kalte Limo.